Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu meinem Anna fliegt nach Hause Video und ich fange jetzt gar nicht an zu labern, weil ich werde wahrscheinlich in diesem Video noch genug labern, aber ja, der Abschied war beschissen, sagen wir so. Und ja, seht einfach selbst. Also Leute, wir sind, es ist jetzt 11 und wir sind gerade im Flughafen, wir sind schon durch die Security gegangen und wir frühstücken jetzt ein letztes Mal Burger bei Carl's Jr. Das ist so ein amerikanischer Fastfood-Laden und wir haben sehr, sehr viel Essen gekauft und ja, ich bin ungefähr endlich verhungert, aber Burger zum Frühstück kann man auch nur in Amerika sich gönnen. Also nein, okay, kann man auch in Deutschland machen. Diese Burger werde ich natürlich vermissen. Schaut euch das mal an. Wo ist das Rest des Essens? Hier haben wir solche Fries. Wo sind meine Onion Rings? Ich habe mir frittierte. Oh, da sind meine Onion Rings. Gib mir meine Onion Rings. Also, ich habe mich jetzt von meinen Eltern verabschiedet. Und ehrlich gesagt bin ich ziemlich froh, weil ich gerade so ein bisschen Zeit für mich so alleine brauche, irgendwie, um das alles so zu realisieren. Ich weiß nicht, so die ganze Zeit mit meiner Familie, also nicht, dass es schlimm ist oder so, aber ich konnte mich einfach so nicht so gerade so auf diesen Abschied so konzentrieren und ich muss da so mich hinsetzen, ein bisschen Musik hören, aus dem Fenster schauen und so alles so realisieren und ein bisschen verdauen. Deswegen bin ich eigentlich ziemlich froh, dass ich alleine fliege. Vor allem, weil ich dann im Flugzeug auch noch so heulen kann, weil ich habe ja mein Yearbook und mein Abschiedsbuch. Und in mein Abschiedsbuch haben nur meine besten Freundinnen so lange, also nicht lange, aber so einseitige Briefe geschrieben. Und in mein Yearbook, übrigens hier im Hintergrund noch natürlich die Casino-Dinger. Und in mein Yearbook haben halt so alle meine Freunde geschrieben, halt so irgendwas. Habe ich alles noch nicht gelesen, das werde ich dann lesen. Wahrscheinlich ja den Heulkrampf kriegen, aber ja. Also ich bin jetzt am Gate und mein Boarding ist in 25 Minuten. Und dann geht's los und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist einfach nur alles komisch. Also ich bin eigentlich ziemlich fertig, also traurig und emotional aufgelöst. Aber ich glaube, sobald ich dann so kurz vor Deutschland bin, kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann so richtig glücklich werde und mich einfach richtig freue auf meine Freunde und alles. Aber gerade ist es alles noch so, ich weiß nicht, ich vermisse meine so beste Freundin hier in Amerika jetzt schon und eigentlich alles, also alle und alles und oh Gott. Hey Leute, also ich bin jetzt in Chicago gelandet und mir geht's eigentlich ganz gut gerade. Der Flug war angenehm, also war jetzt nichts Besonderes. War ein bisschen blöd, weil ich saß halt so in der Mitte
Und neben mir saß so ein Mann und so eine Frau, aber die haben kein Wort mit mir geredet. Also ganz am Anfang war ich noch voll so, fuck, warte, muss ich hier überhaupt hin? Scheiße, warte, ich muss einfach gucken. Ich laber hier irgendwelche Geschichten und weiß nicht mal, wo ich hingehe. Warte, warte, warte. Gates C1 bis C17, C18. B1 bis B24. Okay, ich hab's. Okay. Auf jeden Fall habe ich dann so Hallo gesagt und sowas und die waren dann schon so richtig komisch und haben dann nichts Gescheites so gesagt. Und also ich unterhalte mich eigentlich immer so mit den Leuten so neben mir im Flugzeug, aber die waren so ungesprächig und dann saß ich halt so zwischen denen und habe dann, sobald wir losgeflogen sind, richtig angefangen zu heulen, aber nicht nur so, sondern so. Also ich habe jetzt nicht so richtig laut geheult, aber es war schon so ein bisschen und ich saß so zwischen denen und es war so richtig awkward, weil die haben halt auch so nichts gesagt. Also ich meine, nicht, dass ich jetzt trösten bräuchte, aber ich glaube, das war für die auch so richtig awkward, so ein heulendes Mädchen dazwischen sich zu haben. Aber ich habe mich jetzt ausgeheult und habe auch ein bisschen geschlafen. Das heißt, das ist auch besser geworden. Und jetzt versuche ich mich mal hier in Chicago zurechtzufinden. Und ja. I don't care what the others say. And I still think of you night and day. And I... Okay, also ich bin jetzt im zweiten Flieger und es ist ein Nachtflug, also es ist jetzt 9 Uhr, deswegen sieht man halt jetzt auch draußen, ach, wieso spackt meine Kamera so, sieht man jetzt auch nichts und außerdem sitze ich am Mittelsitz, man kann ich dann morgen nichts filmen, also vielleicht. Und ich muss noch mein zweites Buch anschauen, also mein Abschiedsbuch, weil da meine Freunde diese langen Briefe geschrieben und ja. Leben wenig. Stitch ist natürlich immer noch dabei und Er zaubert einfach.
Also wir hatten gerade eine große Panne. Wir haben im Parkhaus was umgefahren, weil Chaos-Familie, also sie sind nicht unsere Familie, falls verwirrt, aber Chaos-Familie und ja, jetzt sind wir im anderen Auto und da müssen jetzt auf irgendwelche Techniker warten. Und ja, aber wir beenden das Video hier. Gesari, willst du irgendwas noch sagen? Bye. Bye.